Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und eben Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen und es geht um harnstoffhaltige Mittel. Da gibt es zwei Wirkstoffgruppen, zum einen Bifonazol und Harnstoff. Das ist grün geeignet bei Nagelpilzen und dann gibt es zum anderen Harnstoff- und Hautpflegensubstanzen, das ist gelb mit Einschränkung geeignet. Ich lese vor. Harnstoffhaltige Mittel. Bifonazol und Harnstoff geeignet bei Nagelpilzen. Grün. Harnstoff- und hautpflegende Substanzen gelb mit Einschränkung geeignet zum Ablösen pilzbefallener Nägel. Die therapeutische Wirksamkeit der niedrigen Harnstoffmenge in der Creme, in Klammern 20%, sollte noch besser belegt werden. Mithilfe von Harnstoff kann der pilzabtötende Wirkstoff Bifonazol besser in den Nagel eindringen. Es ist nachgewiesen, dass bei sachgerechter Anwendung der Kombination der Nagelpilz verschwindet. Harnstoff verändert die Nagelstruktur. Der Nagel wird weich und lässt sich leicht abtragen. Die Wirkung zeigt sich verlässlich ab einer Konzentration von 40%. Ob auch eine Konzentration von 20% Harnstoff ausreicht, um den Nagel in angemessener Zeit abzutragen, ist nicht ausreichend geklärt. Wichtig zu wissen: Verschließen Sie den betroffenen Nagel nach dem Auftragen des Arzneimittels luftdicht mit einem Pflaster. Damit die Haut neben dem Nagel nicht zu stark aufweicht, decken Sie sie vorher mit etwas Zinksalbe ab. Damit die Haut neben dem Nagel nicht zu stark aufweicht, decken Sie sie vorher mit etwas Zinksalbe ab. Wird die den infizierten Nagel umgebende gesunde Haut durch Onchimal so sehr gereizt, dass sie sich entzündet, sollten Sie das Medikament absetzen. Es geht weiter mit Imidazol äußerlich angewendet und das ist rot wenig geeignet. Wie viel kommt denn da noch? Ja, sind noch anderthalb Seiten.